Entschuldigung, ich weiß, es nervt, aber bevor wir weitermachen in der Sendung, muss ich jetzt von jedem einzelnen Zuschauer hier leider eine Datenschutzerklärung einholen. Ja, ja, Sie wissen schon, wegen dieser blöden neuen EU-Verordnung. Fangen wir mal hier bei wem an? Hier, bei Ihnen fangen wir mal an. Sind Sie damit einverstanden, über alle Gags zu lachen, die heute schon bei Facebook zu liken und lebenslang Rundfunkgebühren zu bezahlen? Wissen Sie was, ich trage mal Ja für Sie ein, das geht schneller. So! Und versprechen Sie, keine Beschwerdebriefe mehr an ZDF zu schreiben, weil Sascha Hehn als Raumschiffkapitän hinschmeißt. Ja, mein Gott, er hat ja keinen Bock mehr, wir können ihn nicht zwingen. So, die anderen mache ich nach der Sendung. Seit letzter Woche gilt die neue Datenschutzgrundverordnung der EU, kurz DSGVO. Dahinter steht eine verrückte Idee. Was, wenn wir als Bürger selber bestimmen könnten, was mit unseren Daten passiert? Auf so bekloppte Sachen kommt wirklich nur die EU. In Deutschland wird direkt wieder gemeckert. Ein bürokratischer Albtraum, heißt es da. Zum Beispiel für Bäcker. Die Bäcker kommen jetzt gar nicht mehr zum Backen. Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung hält ihn auf Trab. Also es kommt so eine Verrücktheit hinzu, dass ich jetzt aushängen muss, eine Datenschutzerklärung für unsere Kunden. Dass unsere Kunden sich durchlesen können, was passiert denn mit ihren Daten in meinem Betrieb. Es wird niemanden interessieren, aber ich muss es aushängen. Überlegen Sie mal, er muss das ausdrucken und aufhängen, da ist der halbe Tag schon rum. Ja? Deswegen schmecken die Brötchen im Moment so salzig. Wegen der Tränen der Bäcker. Ja? Und das sind ja nicht die einzigen Opfer des Datenschutzirrsinns. Die Kantine im Landesfunkhaus Hannover. Wer Geburtstag hatte, bekam hier an der Kasse immer eine kleine Aufmerksamkeit. Versehen mit Name und Geburtsdatum des Jubilars. Doch damit ist jetzt Schluss. Tja, solche Probleme habe ich nicht. Ich schenke meinen Mitarbeitern nie was zum Geburtstag. Ne? Wegen Datenschutz. 6 Jahre hat die EU an dieser Datenschutzverordnung getüftelt. 6 Jahre. Für Firmen, die illegale Datengeschäfte machen, sind bis zu 20 Millionen Euro Strafe drin. Ist doch prima. Natürlich gibt es wie immer auch ein paar nervige Nebenwirkungen. Bei Instagram werden gerade zum Beispiel reihenweise die Accounts von unter 16-Jährigen gelöscht. Ja, ohne Zustimmung der Eltern geht nichts mehr. Das erklärt, warum einem gerade so viele verzweifelte Teenager entgegenkommen. Ja, die Armen streunen völlig verwirrt durch die Straßen. Viele waren ja noch nie in der realen Welt. Ne? Wundern sich jetzt über diese total realistische 3D-Grafik. Ja, überlegen Sie mal, was sollen die armen Menschen machen den ganzen Tag? Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Vielen Dank, Brüssel. Vielen Dank, Brüssel. Schlimm. Ach, apropos Datenschutz, haben Sie das neulich mitgekriegt? Es ist tatsächlich ein völlig neues, bislang unbekanntes Ottfried-Preußler-Buch aufgetaucht. Und zwar Der Datenräuber Hotzenplotz. Kapitel 1. Oh nein, ruft die Großmutter, der Hotzenplotz. Willst du etwa schon wieder meine Kaffeemühle klauen? Und er so, scheiß auf die Mühle, Daten her, du olle Ziege. Zack, kopiert er sich Omas Facebook- und Tinder-Daten und macht mit ihr ein letztes Selfie. Ha, ruft der Hotzenplotz, Großmutters Daten verkaufe ich jetzt an den bösen Zauberer Petrosilius Zuckerberg. Aber der ruft, bist du blöd? Ich hab doch längst alle Daten, du grenzdebiler Hotzendödel. Mir gehört Facebook. Traurig zieht der doofe Räuber ab. Und dann labern ihn auch noch der EU-Kasper und der EU-Seppel voll. Guck mal, wir haben eine neue Datenschutzgrundverordnung. Jetzt muss der arme Hotzenplotz nach jedem Datenklau so viele Formulare ausfüllen, dass er bald gar keinen Bock mehr hat. Deswegen macht er jetzt was Anständiges und verkauft wieder Heroin vor der Grundschule. Ende. Sehr schönes Buch. Verschollenes Hotzenplotz-Buch, gerade aufgetaucht. Ne? So, jetzt aber die schlechte Nachricht. Leider profitiert ausgerechnet Petrosilius Zuckerberg von diesem neuen Datenschutz. Er hat da wieder eine Lücke entdeckt. Facebook und WhatsApp tauschen jetzt wieder ihre Daten aus. In Deutschland war das bislang verboten, aber jetzt ist ja plötzlich Brüssel zuständig. Immerhin hat es die EU aber geschafft, Mark Zuckerberg vorzuladen. Es folgt ein stolzer Moment und wahrscheinlich der Witz der Woche. Die Präsenz von Mark Zuckerberg im Europäischen Parlament zeigt, dass Facebook Respekt und durchaus auch Angst vor dem europäischen Gesetzgeber hat. Ja klar, der scheißt sich ein. Ja, genau. Warum sollte der Angst haben vor einem Kontinent, der ihn nicht mal zwingt, Steuern zu zahlen? Nur 80 Minuten hat Zuckerberg den EU-Parlamentariern gegönnt. Nur 80 Minuten, dann war er wieder weg. Es ging ratzfatz, ne? Und leider... Leider, ist jetzt auch kein Witz, haben die Fragen der Abgeordneten in Brüssel 60 dieser 80 Minuten in Anspruch genommen. Ja, ist ja unglaublich. Da hat man einmal die Chance, den Zuckerberg zu grillen
Und da kommen solche Fragen hier. Achten Sie mal auf seinen Blick. Um beispielsweise auch mit Goethe und seinem Zauberlehrling zu sprechen. Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werd ich nicht mehr los. Ist es Zeit, den Stecker zu ziehen? Danach hat sie ihm noch die gesammelten Werke von Rilke vorgelesen. Ja. Leider konnte Herr Zuckerberg in der kurzen Zeit nur die wenigsten Fragen beantworten. Aber er hat versprochen, die anderen schriftlich nachzureichen. Ja, die liegen jetzt schon in seinem Büro auf Wiedervorlage. Da kann man sich drauf verlassen, meine Damen und Herren, weil er so wahnsinnig viel Respekt und Angst hat vor der EU. Die neue Datenschutzverordnung, reden wir drüber mit einer Digital Native. Hazel Brugger meldet sich live aus dem Internet. Hallo, ich bin im Internet. Ja, ich sehe es. Toll. Hazel, viele Deutsche sagen, wenn es um Datenschutz im Netz geht, mir völlig egal, ich habe nichts zu verbergen. Ja gut, also erstens geben Leute, die sowas sagen, wenn die sagen, dass sie nichts zu verbergen haben, dann geben die einfach damit an, wie langweilig ihr Leben ist. Und zweitens, nur weil man sich für etwas nicht schämt, heißt das noch lange nicht, dass es auch jeder sehen können sollte. Jeder, der schon mal eine Rentnergruppe am FKK-Strand von Hiddensee gesehen hat, weiß genau, wovon ich spreche. Leider ja. Wie wirkt sich denn das neue Gesetz auf den Kunden aus? Na, im Moment nerven ja vor allem die ganzen Newsletter, die darum betteln, dass man sie weiterhin abonniert, zwecks Kundenbindung. Früher hat man ja was gekauft, dann war man Kunde und wenn man fertig war mit Kaufen, dann war man nicht mehr Kunde. Heute kauft man was und danach ist man einfach immer weiter Kunde. Da muss man noch Teil einer Community werden, sich einen Membership-Namen ausdenken, ein Membership-Passwort. Bei den ersten drei Passwörtern denkt man sich dann so, oh was, Sonderzeichen sind nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Oh mein Gott! Und nach dem dritten Mal denkt man sich dann nur noch, ah fuck it, Hazel 1, 2, 3. Wehe, Sie probieren das. Nein. Und man kann dann gar nicht mehr aufhören, Kunde zu sein. Man muss eine Bewertung abgeben, eine Meinung zum Produkt haben. Ich habe aber eigentlich nie eine Meinung zu den Produkten, die ich kaufe. Wenn ich mir zum Beispiel ein Bahnticket kaufe, online, weil ich interagiere sicher nicht freiwillig mit jemandem, der sich dazu entschieden hat, sein Leben am Schalter der Deutschen Bahn zu verbringen. Wenn ich mir also ein Bahnticket kaufe von Zürich nach Köln, dann hört der Kaufprozess nicht damit auf, dass ich das Ticket gekauft habe. Der Kauf ist nicht mal dann vorbei, wenn ich in Köln aus dem Zug raussteige. Nein, ich kriege dann noch ein Dutzend E-Mails von der Deutschen Bahn, die mich belästigt und fragt, wie fanden Sie denn Ihre Zugfahrt von Zürich nach Köln? Und wie fanden Sie denn unsere E-Mail bezüglich Ihrer Zugfahrt von Zürich nach Köln? Keine Ahnung. Ich erwarte nichts von einer Bahnfahrt. Ich habe keine Meinung zu einer Bahnfahrt. Ich verstehe auch die Leute nicht, die sich immer über die Deutsche Bahn aufregen. Was erwarten die? Sind die enttäuscht, dass sie nicht auf der Höhe von Karlsruhe einen Bachelorabschluss gekriegt haben? Also, wenn ich von Zürich nach Köln fahre, dann erwarte ich einfach, dass ich irgendwo in der Nähe von Zürich einsteige, maximal Schritttempo, schneller kann ich nicht laufen, sorry, deswegen brauche ich ja den Zug. Und dann wünsche ich mir, dass ich in einer ähnlichen Jahreszeit, nicht in derselben Jahreszeit, einfach in einer ähnlichen Jahreszeit, damit ich meinen Fashion Sense während der Fahrt nicht komplett überdenken muss, in einer ähnlichen Jahreszeit in der Nähe von Köln zwischen Warschau und Bilbao genügt. Aussteige und nicht AIDS habe. Und das versteht die Deutsche Bahn einfach nicht. Ja, jetzt muss man ja zugeben, so wichtig Datenschutz ist, die meisten Menschen nutzen das Internet hauptsächlich, um sich irgendwelche idiotischen Sachen hin und her zu schicken. Sowas wie das hier. So, meine Frage. Dürfte ich dir so ein Video nach der neuen Datenverordnung überhaupt noch schicken? Ja, bei Katzen ist es zum Glück sehr unkompliziert. Falls die Katze klagt, schmeißt man sie einfach aus dem nächsten Fenster. Sie hat ja dann noch 8 Leben übrig und für jedes Leben gelten neue Datenschutzgesetze. Natürlich. Hazel Brugger, meine Damen und Herren. Vielen Dank.